Kommunismus. Ziehkind der Hochfinanz. 10 Dinge, die die Weltgemeinschaft endlich einsehen sollte. Erstens. Sowohl Kommunisten als auch Nicht-Kommunisten sollten endlich begreifen, dass der Kommunismus ein Ziehkind der Hochfinanz ist. Der Kommunismus ging als reinste Erfindung aus der Hochfinanz hervor. Er ist nichts anderes als ihr strategisches Schlaginstrument, mit dem sie ihren Hauptgegner, den feudalen Mittelstand, zerschmettern. Gutgläubige Kommunisten, also der sklavische Bauernstand der Hochfinanz, verrichten unwissentlich deren Vernichtungskrieg. So wie aufrichtige Christen schon immer unwissentlich irgendwelchen Macht- und habgierigen Kirchenfürsten dienten, so dienten aufrichtige Kommunisten schon immer dem puren Staatskapitalismus, beziehungsweise irgendwelchen Staatskapitalisten. Sowohl gutgläubige Christen als auch gutgläubige Kommunisten wurden daher schon immer als ahnungslose Opfer und Täter in einem missbraucht. Zweitens. Sowohl Menschenrechtler als auch Nicht-Menschenrechtler sollten endlich begreifen, dass die am meisten hochgejubelten Menschenrechte einzig der strategischen Umerziehung der Menschheit und ihrer Versklavung unter das Diktat einer Hochfinanzelite dienen. Diese wollen im Namen der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit über den zuletzt allein verbleibenden, wehrlosen Arbeiterstand herrschen. Kommunisten, lasst euch nicht weiter von diesen Globalstrategen instrumentalisieren und gegen den Mittelstand und die Religion verhetzen. Verbindet euch stattdessen mit diesen gegen die wahren Angreifer und Menschenfeinde. Sagt nicht weiter mit Mordechai Levi: Alles, was dein ist, ist auch mein. Sagt mit den wahren Religionen: Alles, was mein ist, ist auch dein. Drittens. Die Weltbevölkerung sollte endlich begreifen, dass ihre gegenwärtige politische Zwangsumerziehung haargenau den 5 wesentlichsten Forderungen des Kommunistischen Manifests entsprechen. Geschaffen aber wurde dieses Kommunistische Manifest von den Hohepriestern einer neuen Geldreligion. Mordechai Marx Levy, alias Karl Marx und Friedrich Engels. Diese Geldreligion wird durch den Staatskapitalismus verkörpert. Hier einmal zusammengefasst die 5 zentralsten Forderungen des Kommunistischen Manifests von Karl Marx und Friedrich Engels. Aufhebung des Privateigentums, einschließlich aller Produktionsmittel. Aufhebung der Familie. An die Stelle der elterlichen und häuslichen Erziehung soll die gesellschaftliche Erziehung treten. Aufhebung der Nationalitäten zugunsten des Internationalismus. Abschaffung von Religion und Moral. Abschaffung jener Monarchie im Namen der Demokratie. Viertens. Die betrogene Weltbevölkerung sollte endlich begreifen, dass der Schrei nach Demokratie von Anfang an das Hauptlockmittel des kommunistisch getarnten Staatskapitalismus war. Der Schrei nach Demokratie bildete schon den ideologischen Schlachtruf der Hochfinanzfreimaurerei während ihrer französischen Revolution. Das gesamte kommunistische Konzept der Hochfinanz ist daher nichts als ein strategisches Programm zur Abschaffung aller altbewährten Gesellschaftsordnungen und Machtstrukturen. Fünftens. Das Kommunistische Manifest zielt im Namen der Privatisierung auf die Abschaffung jedes Privateigentums ab. Sechstens. Das Kommunistische Manifest zielt im Namen der Demokratie auf die Abschaffung aller nationalen Rechte ab. Siebtens. Das Kommunistische Manifest zielt im Namen des Familien- und Kinderschutzes auf die Abschaffung der Familie und vielerlei mehr. Achtens. Zusammengefasst trachtet ein Geheimbund, sprich eine seit über 100 Jahren hinterhältig wirkende luziferische Sekte, nach ihrer eine Weltregierung, ihrer eine Weltreligion und Moral. Und dies dreisterweise im Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Neuntens. Will die Weltgemeinschaft samt den aufrichtigen Kommunisten weiterhin die Vergesellschaftung ihres Besitzes, ihres Bodens, ihrer Güter und Produktionsmittel durch dieses trojanische System der Hochfinanz tolerieren,
dann möge sie Letzteres weiterhin ungestraft bestehen lassen. Will die Weltgemeinschaft samt den aufrichtigen Kommunisten weiterhin diesen Globalstrategen dienen und deren innerstaatliche Erziehung weiterhin mit der Auflösung der traditionellen Familie und der Geschlechter bezahlen, dann möge sie weiterhin gegen schuldlose Parteien statt gegen die wahren Urheber der Spaltung streiten. Will die Weltgemeinschaft weiterhin die Auflösung ihrer eigenen Souveränität tolerieren, dann akzeptiere sie weiterhin ihre Landes- und Staatsverräter, sprich Hochfinanzverschwörer, samt ihren blindwütigen Vasallen. Will die Weltgemeinschaft weiterhin die Zerstörung jedes Gottesglaubens und jeder Moral durch eine staatlich verordnete Religion, Moral und Ethik ersetzen, dann lasse sie sich weiterhin durch die hochkapitalistisch-kommunistischen Umstürzler ausplündern. 10. Kurzum, will die Weltgemeinschaft zu guter Letzt jede Autarkie gegen eine Einweltregierung einer kommunistisch getarnten Hochfinanzsekte eintauschen, dann lasse sie sich weiterhin von diesem alles versklavenden, heimtückischen und hinterhältigen Geheimbund endgültig jeder Freiheit und Selbstverwaltung berauben. Die UNO, eine globale Neuauflage der Sowjetunion? Von der Express-Zeitung. Seitdem das Internet allgemein zugänglich und sehr benutzerfreundlich geworden ist, sind freie Medien wie Pilze aus dem Boden geschossen. Doch was, wenn das Internet zensiert oder abgeschaltet werden sollte? Neue EU-Gesetze wie Uploadfilter, Leistungsschutzrecht oder die Urheberrechtsreform zeigen, dass dies schneller kommen könnte, als man vielleicht erwartet. Somit bekommen internetunabhängige Medien in Zeiten der Internetzensur wieder mehr Gewicht. Eine von noch wenigen freien Printmedien ist die Schweizer Express-Zeitung. Im November 2016 feierte die Express-Zeitung ihre Geburtsstunde als Abonnementzeitung für das deutschsprachige Europa. Sie wurde lanciert, laut eigenen Angaben, um sich ausschließlich auf die Themen zu konzentrieren, die in den Mainstream-Medien einseitig dargestellt oder gleich ganz verschwiegen werden. Express-Zeitung macht Unsichtbares sichtbar, lautet ihr Werbeslogan. Heute werfen wir nun einen Blick über den Zaun hinein in die letzte Ausgabe von 2018 mit dem Titel »Unsichtbar und unbemerkt hin zur neuen Weltordnung«. Die Ausgabe befasst sich mit der UNO, die 1945 als angebliches Friedensprojekt gestartet wurde. Es werden Hintergrundinformationen geliefert, wie die Vereinten Nationen immer mehr ihr wahres Gesicht zeigen, eine Politik betreiben, die nicht nur Nationen und Völker zerstört, sondern auch den Planeten. Und warum sie eigentlich eine globale Neuauflage der Sowjetunion seien. Interessierte, die sich ins Thema noch mehr vertiefen möchten, finden im Anschluss an den Trailer einen Link, wo die Ausgabe Nummer 22 bestellt werden kann. Sie kreiert Kriege genauso wie Seuchen. Sie zerstört Bildung und Erziehung und gibt das als Fortschritt aus. Sie erfindet eine Klimakatastrophe und errichtet eine weltweite Planwirtschaft. Sie arbeitet an der Sexualisierung von Kindern und idealisiert schwule und lesbische Lebenskonzepte. Sie verherrlicht Migration, bekämpft die Nation und arbeitet an einem weltweiten Schmelztiegel. Sie bekämpft die Geschlechter und arbeitet an der Schaffung eines neuen Menschen. Sie ist die Speerspitze der Political Correctness und regiert schon fast 200 Staaten. Die UNO. 1945 als angebliches Friedensprojekt gestartet, zeigen die Vereinten Nationen immer mehr ihr wahres Gesicht. Immer mehr betreibt die UNO eine Politik, die nicht nur Nationen und Völker zerstört, sondern auch den Planeten. Ein ungeheurer Vorwurf. Wie das? Ganz einfach. Wer bisher glaubte, die Sowjetunion sei 1990 untergegangen und allenfalls dabei in Gestalt der EU wieder aufzuerstehen, sieht sich getäuscht. In Wirklichkeit wird die Sowjetunion auch auf globaler Ebene wieder gegründet, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Trotz ihrer unglaublichen Macht scheint kein Journalist und Buchautor die mächtigste Organisation der Welt überhaupt auf dem Radarschirm zu haben. Ein Blick auf den Buchmarkt bestätigt das. Über die UNO gibt es einfach nichts, nur Fachbücher, aber keine Publikumsliteratur. Typisch sind trockene Titel wie Die UNO – Geschichte, Aufgaben und Perspektiven, Völkerrecht, Die UNO und Global Governance, Praxishandbuch UNO, Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen.
Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Niemand, schlichtweg niemand, scheint die mächtige Weltorganisation bisher umfassend, kritisch und investigativ untersucht zu haben. Wie schafft die UNO das? Wie schafft sie es, die kritische Wahrnehmung in diesem Umfang auszuschalten, ausschließlich als edel, hilfreich und gut zu erscheinen und so sämtliche natürliche Abwehrmechanismen zu unterlaufen? In welchem Krisengebiet auch immer ihre weißen Land Rover erscheinen, scheint das Gute persönlich aufzutreten. Wenn sich alle streiten und umbringen, schwebt die UNO über allem, um zu beruhigen, zu schlichten und zu untersuchen. Mehr könne sie ja nicht ausrichten, pflegt sie den Mythos der mangelnden Macht und spannt die Menschen so vor den Karren ihrer eigenen Machtergreifung. Angeblich hat die UNO kaum Kompetenzen, aber das ist schlicht falsch. In Wirklichkeit regiert sie bereits massiv in unser Leben hinein. Und alles wäre noch besser, wenn die arme und hilfreiche UNO endlich noch mehr zu sagen hätte, behauptet der UNO-Mythos. Vor dieser gefährlichen Legende kann man nur warnen, denn die UNO hat schon jetzt mehr Macht als genug. Und noch schlimmer, sie bekämpft den Menschen, seine Identität, Individualität und seine Familie zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Während die EU inzwischen im Brennpunkt der Kritik ihrer Bürger steht und sich den ätzenden Spitznamen EU-DSSR eingefangen hat, freut sich der Dritte, die UNO. Die UNO ist angeblich um Hungernde, Flüchtlinge und Seuchenopfer genauso besorgt wie um unsere Umwelt und unser Klima. Überall hört man die mahnende und bittende Stimme der UNO, die wie eine gütige Mutter über die Menschheit wacht. In Wirklichkeit ist die UNO eine globale Neuauflage der Sowjetunion. Diese wurde nämlich nie aufgegeben oder aufgelöst, höchstens in ihrer konkreten staatlichen Erscheinungsform. Das Projekt eines totalitären Einheitsstaates wird dagegen eifrig weiterverfolgt. Während sich alle möglichen politischen Gebilde und Subjekte auf dem Globus Kritik einhandeln und im Streit der politischen Meinungen stehen, seien es nun der Iran, Russland und China oder auch die USA und die EU, streitet kein Mensch über die UNO. Und das muss sich ändern. Die UNO muss endlich ins Rampenlicht der kritischen Betrachtung geführt und eingehend untersucht werden, wozu wir mit dieser neuen Ausgabe der Express-Zeitung einen Anstoß geben wollen. In der neuen Ausgabe erwartet Sie eine messerscharfe und ausführliche Analyse des Migrationspaktes durch unseren Autor Gerhard Wisniewski. Ist der Pakt wirklich nicht bindend? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Wer hat ihn verfasst? Was bedeutet er für unsere Souveränität? Die Ausgabe beginnt erstmal mit einem kritischen Rückblick von Gerhard Wisniewski auf die wahre Geschichte der Vereinten Nationen, die in ihren Ursprüngen eigentlich von britischen Imperialisten erdacht wurde, um ihre Macht auf den ganzen Globus auszudehnen. Auf über 20 Seiten deckt Gerhard Wisniewski die dunklen Geheimnisse der angeblichen Friedensorganisation auf. Der Autor Thorsten Mann zeigt die kommunistischen Ursprünge der UNO auf und wie Ost und West letztendlich dasselbe Ziel verfolgen: die Auflösung aller familiären, gesellschaftlichen und nationalen Strukturen auf dem Weg in einen totalitären Einheitsstaat. Was ist die Agenda 2030? Wie wird fast jeder Bereich unseres Lebens durch die UNO beeinflusst? Wie wird die Welt von der UNO gleichgeschaltet? Und noch viele weitere Artikel, zum Beispiel Gender Mainstreaming, ein Projekt der UNO, die UN-Erziehungsoffensive, Inklusion, Sexualisierung, Gleichschaltung, der IWF, die UNO als Wirtschafts- und Finanzmacht und vieles mehr auf diesmal weit über 80 Seiten. So umfangreich und kritisch wurden Sie noch nie über die UNO informiert.